Hey Leute, in diesem Video werden wir über Interlaken sprechen, einer der bekanntesten Städte der Schweiz, und außerdem werden wir uns Lauterbrunnen ansehen, ein kleines Dorf umgeben von majestätischen Klippen. Beginnen wir zunächst mit Interlaken, einer Stadt im touristischen Hotspot in der Zentralschweiz, genauer gesagt im Kanton Bern. Was bedeutet, dass dieser Ort zum deutschen Teil der Schweiz gehört? Die Leute hier sprechen Berndeutsch, eine Form des Schweizerdeutschs. Interlaken liegt genau zwischen dem Thunersee und dem Brienzer See. Darüber hinaus ist es in unmittelbarer Nähe zu den Berner Alpen. Die Stadt hat nur 5600 Einwohner und die Metropolregion von Interlaken, man kann es nicht einmal so nennen, hat eine Gesamtbevölkerung von etwa 23.000 Einwohnern. Das ist überraschend wenig, besonders wenn man bedenkt, dass Interlaken im Jahr 2015 insgesamt 710.116 Übernachtungen aufzuweisen hatte, von denen 82,2% internationale Besucher waren. Fast 90% der in Interlaken lebenden Menschen leben von der Dienstleistungsbranche, die selbst zum größten Teil auf dem internationalen Tourismus aufgebaut ist. Und es ist kein Zufall, dass so viele internationale Touristen heiß auf Interlaken sind, denn die Stadt und ihre Nachbarsgemeinden haben viel zu bieten. Schauen wir uns einige dieser Aktivitäten an. Einer der beliebtesten Aktivitäten ist es, mit dem Zug von Interlaken zum höchsten Bahnhof Europas auf 3454 Metern über dem Meeresspiegel zu fahren. Dort oben gilt es, einen atemberaubenden Blick über die Alpen und sogar den Alpengletscher zu genießen. Es ist wirklich eine einmalige Erfahrung, besonders wenn man bedenkt, dass man sich selbst dort über mehrere Stunden lang unterhalten lassen kann. Es gibt Lokale, einen Eispalast, du kannst Skifahren, Rodeln, du kannst das Lindt Swiss Chocolate Heaven besuchen und wenn dein Tatendrang noch immer nicht gestillt ist, kannst du mit dem Aufzug zum Sphinx Observatorium fahren, um einen atemberaubenden 360 Grad Innen- und Außenblick zu genießen. Das ist wirklich eines der besten Dinge, die du in Interlaken unternehmen kannst. Jedoch ist der ganze Spaß ziemlich teuer. Für internationale Touristen kostet diese Tour rund 234 Schweizer Franken. Nur wenige Kilometer von Interlaken entfernt liegt das reizende Dorf Wilderswil, von wo du mit dem Zug zum Schienige-Blatt der Alpengarten fahren kannst. Dieser Garten ist auf die Erforschung der Höhenflora der Schweiz spezialisiert und mit über 600 Pflanzenarten ausgestattet, die in den Schweizer Alpen beheimatet sind. Mit etwas Glück findest du sogar die berühmte Schweizer Edelweißblume. Es ist wirklich faszinierend, durch den Garten zu spazieren und alle Arten einheimischer Pflanzen zu erkunden. Und das alles auf einer Höhe von 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Aber schauen wir uns Interlaken selbst genauer an, bevor wir uns Lauterbrunnen zuwenden, einem echten Naturschauspiel. Obwohl Interlaken stark vom Tourismus abhängig ist, gibt es Einheimische, die sagen, dass es hier einfach zu viele Besucher gebe. Aufgrund der überfüllten Stadt und der vielen ausländischen Besucher, die Mietwagen fahren, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Autounfall zu erleben, viel höher als in der übrigen Schweiz. Einige Einheimische sagen auch, dass kulturelle Unterschiede und Missverständnisse oft zu Konflikten führen. Diese Diskussion bekommt eine ganz neue Dimension, wenn man bedenkt, dass viele berühmte Hotels in Interlaken von ausländischen Investoren aufgekauft und verwaltet werden. Ein Beispiel ist eines der ältesten Hotels von Interlaken namens Krebs, das 1875 erbaut wurde. Es wurde an eine südkoreanische Geschäftsfrau verkauft, während ein indischer Geschäftsmann sich das Hotel du Nord aneignete. Du fragst dich vielleicht, warum Schweizer Investoren nicht daran interessiert zu sein scheinen, diese Hotels zu kaufen. Die Antwort liegt darin, dass die meisten Schweizer Investoren nicht bereit sind, das Risiko des Hotelkaufs einzugehen und dass ihnen darüber hinaus das Eigenkapital fehlt. Aber nicht alle Einheimischen haben diese Meinung. Ein Ladenbesitzer, mit dem ich in Interlaken gesprochen habe, sagte, er sei vollkommen zufrieden und dankbar, dass Interlaken mit all diesen Touristen gesegnet sei. Selbst Menschen aus Konfliktländern, zum Beispiel Menschen aus arabischen Nationen und Israelis, verbringen friedlich Zeit miteinander, da sie dasselbe Ziel verfolgen, nämlich das Beste aus ihrem Urlaubsaufenthalt herauszuholen. Und es ist wahr, an milden Sommerabenden haben Menschen aus aller Welt eine tolle Zeit. Sie hängen in Parks herum, schlendern durch die Stadtteile oder genießen einfach nur ihr Eis auf der Parkbank. Wenn du jedoch ein aktivitätsorientierter Tourist bist, werden dir auch zahlreiche Möglichkeiten geboten. Von Interlaken aus kannst du unzählige Wanderungen antreten. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass du niemals den Blick von der bergigen Skyline abwenden kannst. Und wenn du mehr auf Adrenalinaktivitäten stehst, möchtest du vielleicht Gleitschirmspringen gehen? Tatsächlich machen das Mengen von Menschen hier. Wenn das Wetter gut ist, gibt es keinen Moment, in welchem du keinen Gleitschirmspringer siehst, der glücklich von einer der vielen Gleitschirmstationen heruntersegelt. Du kannst auch eine Bergseiltour unternehmen, hohe schmale Schluchten erkunden, um die bergige Natur hautnah zu erleben. Aber wenn dir auch das nicht ausreicht, kannst du gerne Bungee-Jumpen, Fallschirmspringen oder sogar Wingsuiten gehen, was hier alles möglich ist.
Auch Kajak- und Wildwasserfahrten sind bei Touristen sehr beliebt. Setzen wir unsere Reise nach Lauterbrunnen fort, einem malerischen kleinen Dorf etwa 10 Kilometer von Interlaken in Richtung Alpen entfernt. Trotz der Tatsache, dass dieses winzige Dorf nicht einmal 2300 Einwohner zählt, ist dieser Ort weltberühmt. Das Tal ist ungefähr 8 Kilometer lang und wird von atemberaubenden Klippen scheinbar zusammengepresst. Der tiefste Punkt von Lauterbrunnen liegt bei 728 Metern über dem Meeresspiegel, während der höchste Punkt eine Höhe von 4158 Metern über Meer erklimmt. Das gibt dir eine Vorstellung von den Dimensionen, die in diesem Tal zu erleben sind. Und das Beste an diesem Ort ist, dass es Dutzende von Wasserfällen gibt, die von den Klippen herabströmen. Das Wasser, das sich im Tal ansammelt, fließt in einen kleinen Fluss, der wiederum durch das ganze Tal fließt. Man könnte meinen, dass der Name Lauterbrunnen seinen Ursprung in den Wasserfällen, also Lauterbrunnen, findet. Aber dem ist nicht so. Lauterbrunnen steht für die klaren Bäche, die hier aufzufinden sind. Die Kombination aus steilen Klippen, schneebedeckten Bergen, Kristallgletschern, Grasebenen, Wasserfällen und dem Fluss unterstreicht die Vielfalt dieses Ortes. Stimmst du zu, dass man sich an diesem Ort wie in einer Märchenwelt fühlt? Du kannst spazieren gehen, ein Fahrrad mieten oder sogar ein kleines Lagerfeuer machen. Es gibt sogar einige Bauern, die ihre lokalen Produkte wie Honig, Käse und Würstchen an Touristen verkaufen. Das ist eine klassische Win-Win-Situation, da der Kunde frische und regional hergestellte Produkte angeboten bekommt, während der Landwirt durch das Ersparen des Zwischenhändlers mehr Gewinn erzielen kann. Aber wie hat die Natur diesen Ort geformt? Warum werden diese Klippen mit einer Höhe von Hunderten von Metern plötzlich durch ein Tal geteilt? Lassen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Entstehung der Alpen werfen. Vor ungefähr 325 Millionen Jahren gab es nur einen riesigen Kontinenten. Aber als dieser auseinanderbrach, bildete sich ein Ozean zwischen dem heutigen Europa und Afrika. Als sich der afrikanische Kontinent dem europäischen näherte, wurde die Bodenmasse des Ozeans zusammengedrückt, wodurch Material mit geringerer Dichte große Berge erzeugte und schweres Material nach unten gedrückt wurde. Deshalb sind in den Schweizer Alpen auch heute fossile Überreste von Tieren zu finden, die vor Millionen von Jahren im Ozean lebten. Und wenn Wetter und Regen die Alpen nicht erodiert hätte, würden diese heute eine Höhe von mehr als 12.000 Metern erreichen. Einige Quellen sagen, sie würden eine Höhe von bis zu 30.000 Metern über Meer aufweisen. Damals gab es riesige Gletscher, die mit viel Druck Material abrieben und so riesige Täler bildeten. In der Mitte des Tals sammelten sich Sedimente an, die den Talboden aufbauten und so ein U-förmiges Tal formten. In Lauterbrunnen kannst du den flachen Boden des Tals und die steilen, über 1000 Meter hohen Seiten deutlich erkennen. Lauterbrunnen wurde erstmals im Jahr 1204 erwähnt. Damals war die Religion sehr wichtig, weshalb gut dokumentiert ist, dass die erste Kirche in Lauterbrunnen 1487 erbaut wurde. Sie wurde erbaut, obwohl Lauterbrunnen dies streng genommen nicht durfte, da Lauterbrunnen Teil der Gemeinde Gsteid war und der Kirchenbau Lauterbrunnen deshalb verwehrt blieb. Im Jahre 1669 tötete die Pest innerhalb von 4 Monaten 360 von 580 in Lauterbrunnen lebenden Menschen. Und selbst heute wächst die Bevölkerung des Dorfes nicht wirklich. Im Moment hat es die gleiche Bevölkerung wie im Jahre 1900, also vor 120 Jahren. Glücklicherweise bedeutet dies, dass in Lauterbrunnen keine neuen Häuser erbaut werden, sodass du die alten traditionellen Holzhäuser noch heute bewundern kannst. Dank der Klippen ist Lauterbrunnen ein internationaler Hotspot für Basejumper. Wusstest du, dass das Akronym BASE in Basejumping für verschiedene Hindernisse steht, von denen Basejumper springen? BASE steht für Building, Antenna, Span und Earth. Und natürlich passt Earth, also Erde, dank all den steilen Klippen ziemlich gut zu Lauterbrunnen. Leider starben bisher 59 Menschen beim Basejumping in Lauterbrunnen. Schätzungen zufolge starben hier in Lauterbrunnen etwa 15% aller Menschen, die beim Basejumpen allgemein starben. Zusammenfassend sind Interlaken und Lauterbrunnen auf jeden Fall einen Besuch wert, besonders wenn du dich für Outdoor-Aktivitäten und Natur interessierst. Warst du schon einmal in Interlaken oder Lauterbrunnen? Was waren deine Eindrücke? Bitte lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du weitere Ideen hast, welche Orte in der Schweiz ich als nächstes behandeln soll, hinterlasse gerne einen Kommentar. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um jede Woche Videos zu informativen Themen zu erhalten. Danke fürs Zusehen.